Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Globals-Modulator, der mit Bitwig Beta 4 mit eingeführt worden ist. Und ich zeige dir jetzt einfach mal so ein bisschen, was man damit machen kann. Aber legen wir doch einfach mal los. So, hier unten ist das gute Stück, dieser Globals-Modulator. Und der hat sonst keine Einstellungsmöglichkeit, einfach nur diese Modulatoren. Und was man damit machen kann, man kann einerseits den Fill-Modulator benutzen für diesen neuen Fill-Knopf. Das heißt, wenn man den drückt, kann man dadurch noch eine ganze Menge mehr an Effekten für die Zeit, in der der gedrückt ist, mit einspielen oder mehr Noten oder irgendwelche Dinge, die man zusätzlich definiert, wenn dieser Fill-Knopf gedrückt wird. Dann gibt es diesen A- und B-Knopf. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das ist im Prinzip auch, ich habe hier einiges moduliert, jetzt nicht nur in dieser Spur, sondern auch in den anderen Spuren. Und habe dann einfach gesagt, okay, wenn dieser Regler hier auf der Master-Seite, dieser A-B-Regler, entweder auf A oder auf B ist, soll hier irgendetwas passieren. Man sieht es hier auch, wenn ich das richtig drehe, an den Reglern hier bei dem Polymer, wenn ich den hin und her schiebe, verändern sich hier die Parameter. Und dann gibt es noch den Play-Knopf und der Play-Knopf ist im Prinzip dazu da, einen Unterschied festzustellen, ob ich den Play-Knopf hier auf dem Transportfeld gedrückt habe, ob mein Stück spielt oder eben auch nicht spielt. Zu den ersten großen Unterschied habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Polymer hier spiele, ich mache das jetzt hier mal auf ganz nach rechts. Ich habe hier auch die zwei Instrumente, den Polysynth hier auf links, also auf A gedreht, den Polymer auf B, also auf die andere Seite. Deshalb habe ich auch gerade den Master-Schieberegler ganz nach rechts gedreht, also auf die B-Position und einen Rhythmus, der quasi in der Mitte auf beiden Seiten läuft. So. Und das erste, was ich jetzt gemacht habe mit dem Play-Modulator, wenn Play nicht gedrückt ist, dann habe ich hier in dem Reverb quasi kein Reverb, der Mix ist 0. Wenn ich den Play-Knopf drücke, so, dann sieht man, dann geht hier das Reverb auf ganz rechts. So, das ist, wenn ich jetzt hier so spiele. Ist komplett trocken. Und wenn ich dann den Play-Knopf drücke, so, und das ist schon mal der erste Effekt. Das heißt, ich kann über meinen Effekt entscheiden, wenn ich zum Beispiel vor dem Stück noch hier irgendwas spielen möchte, kann ich das zum Beispiel hier komplett ohne Reverb oder mit anderen Soundeinstellungen machen. Das heißt, ich kann das einfach abhängig vom Play-Knopf machen. Und jetzt habe ich zum Beispiel bei dem Rhythmus noch gesagt, wenn der Fill-Knopf gedrückt wird hier oben, dann soll er mir den Mix auf das Delay aufmachen. Das heißt, solange der Fill-Knopf nicht gedrückt ist, wird auch kein Delay gespielt. Und was Ähnliches habe ich auf dem Polysynth hier. Wenn hier der Fill-Knopf gedrückt ist, dann wird hier so ein bisschen Noise mit dazu gepackt, ein bisschen Glide. Und in dem Clip für den Polysynth habe ich hier noch ein paar Noten und die sind auch von dem Fill abhängig. Das habe ich hier in den Operatoren hier eingetragen. So, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich das Ganze spiele und habe den Regler hier ganz nach rechts gedreht, dann hört man nur die Spuren, die entweder auf B oder Mitte sind. Wenn ich jetzt die komplette Szene abspiele, hört man erst den Polysynth nicht. Ich fade dann langsam mal rüber
Und wenn man hier mal auf den Polysynth guckt, auf diese Filterregion, wenn ich das rüberschiebe, dann verändert sich hier der Filter zum Beispiel. So. Und jetzt spiele ich das einfach mal, bevor ich hier noch lang rumrede. Drück mal den Fade-Knopf für die. So, und das ist jetzt zum Beispiel so ein Anwendungsfall für diesen neuen Globals Modulator mit Fill, mit dem AB, dass man eben die einzelnen Spuren eben auch auf AB stellen kann. Das hat man jetzt, glaube ich, noch in keinem Tutorial hier besprochen. Und eben auch noch das Transportfeld, den Play Modulator. Und da gibt es bestimmt noch weitere Einsatzmöglichkeiten, wie man zum Beispiel Play benutzen kann. AB ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, Phil auch, aber mich würde interessieren, was ihr noch für weitere Play-Einsatzmöglichkeiten seht. Also bei mir war es zum Beispiel, ich spiele halt, wenn Play nicht gedrückt ist, habe ich halt hier ein komplett trockenes Signal. Oder was wäre vielleicht noch eine coole Einsatzmöglichkeit für ja, für den Play Globulator. Würde mich mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen, lasst ein Glöckchen da und abonniert den Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.